Hallo Modellbahnfreunde, ich hatte ja letztens ein Video gemacht über die Ladegüter, die ihr hier nochmal sehen könnt, und etwas Zuwachs hat es noch gegeben, und zwar die offenen Güterwagen, die habe ich noch mit Schrott befüllt, in dem Falle Aluminiumschrott und hier hinten Buntmetall. Ja, und auch meine Selbstentladewaggons, die wurden auch noch befüllt. Da habe ich auch Schotter-Einsätze reingebracht, die praktisch ein bisschen mehr Aufwand bedeuteten, denn ich habe so ein Unterteil basteln dürfen, damit das dann hier in den Waggon eingesetzt werden kann. Und ja, so sieht es im Moment aus. Die Bahn werde ich wieder mal ein bisschen fahren lassen, damit sie auch in Bewegung wieder bleibt. Die Vectron ist auch eine Neuanschaffung mit den Waggons dazu. Hier warte ich noch auf die Beleuchtung, die ich hoffentlich auch noch in den nächsten Tagen bekommen werde. Und an meinem Schaltpult musste ich auch noch ein paar Veränderungen vornehmen. Und zwar hatte ich hier das Problem, dass wenn ich den Schalter vom Lokschuppen, wenn ich die Lok abstelle, kann ich auf Halt stellen, also rot, ist sie nicht stehen geblieben. Also, weil ich irgendwie Drähte vertauscht hatte an der Bahn und erst wenn ich den Schalter bedient hatte, da blieb die Lok stehen. Ja, das war ein bisschen dumm. Also musste ich erstmal die Drähte suchen, die dafür verantwortlich sind. Habe sie auch gefunden und jetzt funktioniert auch die Abschaltung für den Lokschuppen. Also dieses Austauschen dieser beiden Schalter, dieser Anschlüsse, ist mir nun wieder gelungen. Gott sei Dank. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues, nur dass heute die Sonne schön scheint. Wir werden einen wunderschönen Tag bekommen und ich werde jetzt mal eine Runde drehen. Das wird jetzt mit der 52 passieren und mit der 86. Die Vectron eventuell auch noch. Okay.